Aber hier ist auch niemand. Oh, heute sind die Straßen aber frei. Mensch, ist aber gut. Na, wollen wir mal. Gehen wir direkt mal rüber und verarbeiten mal das Zeug. Schneller hier auf dem Tempomat. Los geht's. Ja, Peter, wie geht's deinen Uni-Sachen? Augen auf die Straße! Was geht da drüben? Nix. Okay. Huiuiui. Warte, ich grad mal ein bisschen. Krieg mal. Ein bisschen Angstschiss. Hier und los geht's. Verarbeiten, verarbeiten, verarbeiten. Ach, verpiss dich. Okay. Gut, dann können wir hier direkt mal. Jo. Dann können wir ihr das direkt mal verticken. Erstmal ein paar League Games gemacht. Na, perfekt. Hey, buddy! Hey! Hi! I can't find where they moved the goddamn. Oops. Are you lost or something, asshole? Time to say go to hell. Oh. Die hauen sich erstmal gegenseitig um. Okay, 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 okay. Gut, 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 gut. Ah, verpiss dich. Alter, die hat mich abgezogen. Oha, Bruder, die hat mich abgezogen. Kriege ich jetzt mal Geld wieder, oder? Alter Bruder, sie hat mich einfach aber richtig abgezogen. Oha. Leckt dein Stream heute oder bin ich das? Nee, scheinbar ist es bin das tatsächlich ich. Das bin scheinbar tatsächlich ich. Warte mal, ich schau mal eben. Es könnte sein, dass das. Bam, 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 bam. Kann es dir. Nee, das liegt nicht da dran. Und jetzt was futtern. Oh, geil, was gibt's? Was gibt's zu essen? So. Es kann natürlich sein. Ah, das kann natürlich sein. Auch wenn ich einen eigenen Internetanschluss habe, dass die Leute hier aus meinem Haus, dass die gerade viel das Internet benutzen. Holy shit! Weil das dann natürlich trotzdem bei mir Internet zieht. Das ist natürlich äußerst blöd.
Mann, das war jetzt gerade echt blöd, dass sie mich da abgezogen hat. Heiliger Bimbam. Haben wir noch? Einen haben wir noch. Ah Mann, dass die mich da jetzt abgezogen hat, das ist echt ein bisschen bescheiden. Ja, whatever. Jo. Nimm mit. So, da sind wir schön raus. What the hell is that? So, tak, 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 tak. So, dann müssen wir jetzt nur hier schnell raus. Bevor eventuelle Bullerien hier reinkommen. Ah, ja, perfekt, Alter, piss dich. Da wird hier keine Zeit für so einen Blödsinn. Ja, perfekt, gerade mal noch schön einen überfahren. Ja, sehr nice. Sehr nice. Da verkloppt die mal so wie die Frau eben. Die hat mir einfach Geld geklaut. Die hat mir hart erarbeitetes Geld geklaut. Rindswurst, Kartoffelsalat und Brötchen. Ui. Nicht schlecht. Das hört sich mal nach einem geilen Mittagessen an. Ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Brot und Käse gegessen. Und einen Kaffee. Oha, okay, was ist da? Bruder. Unfall gebaut, nice, perfekt. Und ja, jetzt chill ich hier rum und verdiene ein bisschen Geld. Aber es hat sich tatsächlich weder die Fahrschule, die ich hier angefragt habe, noch das DOJ DOJ gemeldet, das ich angefragt habe. Hey. Hallo? Hallo? Oha, okay. Bruder, macht mir erstmal eine Schramme in mein geklautes Auto. Oha, und ich habe gesehen, vorne dran ist Blut. Das ist natürlich suboptimal. Wenn ich von der Polizei angehalten werde. Das ist äußerst suboptimal. Und die Mitmieter klauen die Internet. Ja, tatsächlich. Das ist auch sehr suboptimal. Ja, moin. Servus. Ich weiß nicht, ob du schon musstest. Ne, wobei, du hast eine Tasche dabei, ne? Gut. Ja, warum? Ja, weil man kann ja nur 30 Dinger mitnehmen. Ah, Bruder, was ist denn mit ihm passiert? Der hatte zu wenig zum Essen, der ist umgekippt. Echt jetzt? Der hat mich gefragt, ob ich was zum Essen habe und dann hat er gemeint, scheiße, zu spät und... Okay, aber du hast ihn jetzt nicht umgedingst. Nö. Ja, okay, gut. Also ich muss jetzt hier keine Angst vor dir haben. Nee. Okay, gut. Aber du bist ja auch privat, ne? Oder? Eher ein Auftrag, würde ich sagen. Okay, aber jetzt nichts wirklich Kriminelles, oder? Ja, nee. Okay, gut. Also wir können jetzt hier schön nebeneinander unser Zeug hier sammeln und dann... Richtig. Okay, gut, gut, gut. Ja, cool. Perfekt. Dann... Wie gesagt, der ist wirklich umgibt. Okay. Gut, dann vertraue ich dir mal. Alles gut, dann viel Erfolg noch, ne? Jo, dir auch.
Drogensammler unter sich. Jojo, was geht? So, dann holen wir jetzt nochmal ein paar Dinger. Wenn jetzt hier natürlich so, das hier so einfach ist, das ist natürlich dann äußerst lukrativ. Wenn wir jetzt hier mal ein paar Tauis machen können. Wir brauchen tatsächlich mal eine Tasche. Weil, so wie ich das verstanden habe, kann man auch Zeugs in die Tasche stopfen. Und dann hat man dadurch mehr Platz, was man mitnehmen kann. Komm. Ja, aber das mit meinen Nachbarn ist tatsächlich. Das ist tatsächlich was, was mich schon so ein bisschen nervt manchmal. Vor allem, jetzt dachte ich eigentlich so tagsüber, ist eigentlich niemand irgendwie was am Schauen oder so. Alter Bruder, dann habe ich einfach kacke Internet. Natürlich suboptimal. Aber wie viele Dinge haben wir? 10. Okay. Und dass man irgendwie aber nicht mehrere Stacks davon mitnehmen kann, das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Komm, gib mir Knollen, Brudi. Was sagt der? Kodierung überlastet? Willst du mich verarschen? Schattenmann. Was heißt denn jetzt hier? Kodierung überlastet. Oh nee, Leute. Mann. Okay, da ist nix. Jetzt 17. Okay, also es ist immer so, dass man die Hälfte an Marihuana dafür kriegt. Also haben wir jetzt hier die pure Knolle und wenn man das gleich verarbeitet, dann bekommt man die Hälfte davon an Marihuana. Und quasi die Verarbeitung 2 zu 1 ist. Arbeitet da keiner? Oder auch alle im Urlaub? Meinst du jetzt hier auf der Plantage? Oder? Naja, also das ist, hier arbeitet eigentlich niemand wirklich. Aber